Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge hier meiner Preview-Reihe vom 10. Spieltag, wo erste Bundesliga Schalke gegen Hannover. Dach ist zu, es regnet also draußen oder kann anfangen zu regnen. Ausverkaufte Feldhies Arena und der erste spielt gegen den, ich glaube, 17. bei mir hier in der Tabelle, Schalke, also gegen Hannover, wie gesagt. Da haben wir schon mal einen Spieler, der sollte Qualität auf den Platz bringen. Sebastian Rudi kam hier von den Bayern. Und dann sind wir mal auf die Aufstellungen gespannt. Stimmung ist gut. Und da haben wir schon mal Fährmann im Tor. Davor Oczipka, Nastase, Schnalde, Naldo, Sané und Kajuri im Mittelfeld. Mascherell und Rudi im offensiven Mittelfeld. Harit und im Sturm. Burgstaller und Uth. Somit, ja, ganz schön kompakt. Hört sich allerdings auch sehr gut an. Und Hannover kann wieder eine Überraschung leisten. Das ist die Frage gegen Schalke. Die sind ja eigentlich angenockt im wahren Leben. Und Esser versucht es natürlich zu verhindern. Ostolek, Wimmer, Anton und Korb sind in der Abwehr. Davor Haraguchi, Bakalot, Schwegler und Bebu. Und im Sturm Füllkrug und Wood. Die beiden wollen Fährmann ärgern und die Abwehr von FC Schalke. Dann warten wir jetzt nur noch auf den Anpfiff und sehen, dass Schalke anstoßen wird in Form von Burgstaller. Schalke spielt von links nach rechts, natürlich in Blau-Weiß, Hannover in Hellgrün, also fast so wie der Rasen, aber man kann es wenigstens noch unterscheiden. Und Schalke versucht gleich mal Gas zu geben, da ist schon mal Harit, der auf Mascherell. Mascherell schießt, aber der Ball geht deutlich ins Aus, da er noch abgefälscht wurde. Von Schwegler und das war also die erste Chance. Schalke kommt, 13. Minute mit Burgstaller. Burgstaller könnte flanken, er flankt und da ist Harit, Harit. Warum schießt er den denn so weit drüber? Muss er doch gar nicht machen. Aber er wollte ihn halt schön reinballern, hat nicht funktioniert. Und somit ist jetzt erstmal Hannover mit Wood an den Pfosten. Da ist nochmal Wood. Jetzt hat ein Fährmann. Also, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Beide wollen 26. Minute. Jetzt auch hier die erste Chance von Hannover. Und es geht gleich weiter. 35. Minute. Rudi fault Schwegler oder Bakalos. Einer von beiden, glaube ich. Und es gibt die gelbe Karte sogar für den Schalke-Spieler. Erste Verwarnung in dieser Partie. Und es war Bakalorz, was? Ja, also somit erste Verwarnung in diesem Spiel. Und Hannover kommt schon wieder mit Schwegler. Da ist Bebu. Bebu, oh, nächstes Foul. Ja, und Oczipka war es diesmal. 42. Minute. Es ist sehr, sehr ein hart umkämpftes Spiel. Es gibt sogar auch dafür Gelb. Was ist denn hier los? Die Fans machen auch gut Stimmung. Aber das ist echt ein Kampfspiel hier. In den ersten paar Sequenzen hatten wir noch Torchancen gesehen. Jetzt ist es nur noch Kampf und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit Hannover nochmal. Da ist Bobby Wood. Nee, Haraguchi ist es. Haraguchi. Da ist Bebu und Bobby Wood. Aber ans Außennetz. Somit keine Gefahr für die Schalker Abwehr und Fährmann. Hier können wir es mal sehen. Winkel war schon sehr spitz. Und somit war es das mit der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Außer hier macht Fährmann auch einen Fehler. Nee, macht er nicht mehr. Und jetzt ist Abpfiff. Also, 0:0. Ein Kampfspiel schlechthin. Und zweite Halbzeit. Hoffentlich sehen wir dann auch Tore. Wenn nicht, dann kann es hier sogar sein, dass hier nicht 22 Männer am Ende auf dem Platz stehen, wenn es so weitergeht. Wir werden es sehen. Die Statistik sieht so aus, dass es relativ ausgeglichen ist. Schalke hat mehr Ballbesitz, Hannover hat mehr Chancen, Ecken sind auch fast nicht vorhanden gewesen. Und somit toi toi toi,
auf die zweite Halbzeit. Hoffentlich sehen wir ein paar Tore. Der Ball rollt auf jeden Fall schon mal. Und Schalke holt sich in Form von Höf. Und Uth den Ball. Uth, was macht er? Er passt auf Burgstaller. Direkt nach dem Wiederanpfiff. Hier das 1:0 für die Heimmannschaft. Schalke führt 1:0 dank Burgstaller. Da war die Abwehr von Hannover mal nicht wach. Uth mit seinem Tempo sieht auch Burgstaller frei, weil Uth einfach drei Hannoveraner auf sich zieht. Burgstaller ist frei. Der schiebt ein 1:0. Aber das konnte alles nur passieren, weil Schöpf aufpasst und sich den Ball holt. Muss man ja auch mal sagen. Und Burgstallers sechstes Saisontor. Ich habe ja noch gesagt, hoffentlich sehen wir ein Tor. Das haben wir jetzt. Und Schalke kommt schon wieder. 52. Minute, Uth. Er flankt. Da schon wieder Burgstaller. Doppelpack. Innerhalb von 4 Minuten hier 2 Tore dank Burgstaller. Und zweimal Uth als Vorbereiter. Das ist auch nicht schlecht. Die beiden harmonieren hier so super zusammen. In echt sieht es ja leider ein bisschen anders aus. Aber das war eine astreine Flanke. Und Burgstaller hier, ich glaube, mit dem Fuß hat er gemacht, ne? Wenn er schon so hoch steigt. Ja, mit dem Fuß reingesetzt auch wieder. Volley, super gemacht. 2:0 Schalke. Und jetzt muss Hannover das erstmal verkraften hier. Erster Wechsel. Weidand kommt für Bobby Wood. Bobby Wood war noch besser als Füllkrug. Deswegen verstehe ich den Wechsel in der 63. Minute nicht so ganz. Und Wallace kommt für Bakalos auch noch in der 73. Schalke hat noch gar nicht gewechselt. Kommt vielleicht aber demnächst. Und Hannover kommt es mal mit Haraguchi. Da ist Füllkrug. Oh. Sané fault hier von hinten Füllkrug. Das sah nicht gut aus. Auf der Mitte. Es gibt Rot. Es gibt Rot für Salif Sané. 78. Minute. Da braucht er sich aber nicht beschweren. In der Nähe vom Mittelkreis geht er so rein. Das muss nicht sein. Und somit Rot. Prip kommt für Haraguchi. Dritter Wechsel bei Hannover. Aber da ist Sané auch einfach ein bisschen selber schuld. Aber Schalke kommt nochmal mit. Schöpf. Aber Esser hält das erste Mal hier. Wir sind in der Nachspielzeit und Hannover kommt nochmal. Wir sind schon gleich deutlich über die Nachspielzeit. Nee, gar nicht mehr. Denn das Spiel ist aus. Schalke gewinnt dank einer zweiten starken Hälfte. 2:0. Zweimal Marc Uth als Vorbereiter. Burgstaller. Zweimal der Torschütze. Eine rote Karte haben wir noch gesehen. Dank Sané. Total unverständlich. Sané geht er auf der Mittellinie fast so von hinten rein. Da muss er sich nicht wundern. Burgstaller spielt das Spiel mit seinen 2 Treffern in der 57. und 52. Minute. 47. und 52. Ja, und dann bin ich mal auf die Statistiken gespannt. Müssen ja pro Schalke sein und das ist auch so. Die haben es richtig hochgemausert. Ballbesitz ist geblieben und sonst jo, relativ ausgeglichen. Schalke ist somit Tabellenführer weiterhin. Bautze aus. RB Leipzig kann auf Platz 2 rücken, wenn sie gewinnen. Ja, und für Hannover letzter Platz in der Tabelle. Sie sind abgerutscht, dank Nürnberg-Sieg. Ja, das war die Preview hier auf Schalke. Schalke gewinnt in der zweiten Halbzeit doch noch 2:0 gegen Hannover. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen lassen. Natürlich noch ein Kanal-Abo, die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüss, Sikorski.